Ja, ich sitze hier bei der Lina Heckmann. Ich habe gehört, gerade vom Tobias, Kreativwirtschaft ist bei dir noch nicht vorstellig geworden. Was nicht etwa heißt, dass die Kreativwirtschaft nicht auch in die Krise involviert ist. Ich sitze neben Lina Heckmann, Inhaberin eines Modelabels. Nicht alleine. Nicht alleine, mit ihrem Mann, ganz wichtig. Und dem besten Freund des Mannes. Und einem besten Freund des Mannes, also echtes Family Business. Ich kenne Lina auch schon seit ein paar Jahren. Geschmeichelt, würde ich sagen. Du bist Modedesignerin, wir haben dich als Modeschöpferin vorgestellt im Internet. Du machst Mode, die eigentlich ans Meer gehört, finde ich. Du machst nämlich Surfmode und Bademode und hast deine Firma in Mannheim. Wie kommt denn das? Weil in Mannheim die Mieten billiger sind. Und ich muss sagen, wir sind strategisch und ja, wir sind eigentlich näher an Heidelberg dran, weil es Mannheim-Friedrichsfeld ist, ein schönes Dorf. Hat eine gute Infrastruktur, weil man wirklich sofort in Heidelberg ist, sofort in Mannheim. Und die Mieten sind einfach billiger. Also wir haben eine schöne alte, ausgebaute Scheune. Leider ist es im Winter ein bisschen kalt. Und Heidelberg, wir haben hier in der Lutherstraße um die Ecke eine alte Schreinerei angeschaut, die war wirklich schön, aber er wollte die uns ohne Heizung vermieten. Und dann war der Preis halt ohne Heizung dann doch zu hoch. Und wenn hier halt irgendwie UPS anhält oder die Spedition mit der Anlieferung mit 125 Kartons, kann es in Lutherstraße ein bisschen eng werden. Da kann der Florian ein Lied von singen, dass es in der Lutherstraße eng werden kann. Ja, ich meinte vor allen Dingen natürlich auch den Vergleich zur Region. Du hängst an Heidelberg und Ja. Mannheim. Ja, nee, an Heidelberg. Also ich verwehre mich auch strickens dagegen, wenn Leute sagen, das Label ist aus Mannheim, weil Mannheim auch wirklich kein gutes Image hat. Also wenn die Leute auf den Messestand kommen und sagen so, oh, seid ihr aus Spanien? Nee, aus Deutschland. Dann kommt erstmal so, wie Deutschland? Das sieht gar nicht deutsch aus. Wo seid ihr her? Und dann kommt dann so, Mannheim, was? Und dann kommt meistens wirklich, da möchte ich nicht tot über dem Gartenzaun hängen. Das ist die Wahrheit. Und dann sagt man, okay, wir sind Heidelberger, aber die Mieten sind billiger als in Mannheim. Also, ja. Das sind harte Worte. Ich wünsch dir auch echt viel Spaß, wenn du morgen dein Büro öffnest in Mannheim. Die Wahrheit, also. Aber Zubi, es gibt ja das geflügelte Wort, in Mannheim weint man zweimal von Chris Cosmo. Einmal, wenn man kommt und einmal, wenn man geht. Das heißt, man gewöhnt sich an alles. Man gewöhnt sich an alles, ja. Aber wir sind alles Schriesheimer. Also ich bin aus Altenbach, mein Mann aus Wilhelmsfeld, unser Partner aus Schriesheim. Von daher sind wir alles Bergsträßler und ihr seid Odenwälder, um es mal auf den Punkt zu nein, bringen. Schriesheim ist nicht Odenwald, Altenbach ist erste Station Odenwald. Und also wir haben eine Hälfte in Mannheim, eine Hälfte in Hamburg. In Hamburg. Ja, wir haben einen großen Laden in Hamburg und Peter, der die ganzen finanziellen Dinge macht, wo ist der Mann für die Wirtschaftsförderung, ja, der ist in Hamburg, weil er einfach bei einem Label in der Größe jemand einfach immer im Laden sein muss, dass auch das Personal gespart wird. Die haben halt viele Aushilfen, aber es ist halt einfach besser, jemanden vor Ort zu haben. Und ich glaube, er ist auch mit Hamburg ganz zufrieden. Also das finde ich ganz lustig, denn genau vor einer Woche zur gleichen Zeit am gleichen Platz saß ich hier mit Martin Sessler mit seinem sehr erfolgreichen Möbellabel Liebschaften. Der hat auch einen Partner in Hamburg, echt? Der sehr glücklich ist, da zu sein, und das ergänzt sich auch fantastisch. Ihr habt über die Entfernung auch keine Probleme. Also es wäre ein Problem, wenn es keinen E-Mail-Kontakt geben würde. Also wenn es Internet nicht geben würde, wäre es wahrscheinlich dramatisch, aber es funktioniert eigentlich alles prima. Das Einzige, was komisch ist, dass wir offiziell die 0621 für Mannheim haben, 167 für 640 und man landet automatisch in Hamburg. Und da sind halt manche Leute immer extrem verwirrt. Weil das ist mir heute Nachmittag übrigens ja, passiert. Das passiert jedem. Und da muss man halt sagen, okay, Lina und Lars haben eine andere Telefonnummer und man gerät manchmal in Erklärungsnot, warum und wieso und weshalb, aber es ist halt so. Kommen wir nochmal zurück nach Mannheim. Mannheim arbeitet ja akribisch an der Imageverbesserung, Kreativwirtschaftsstandort zu sein. Und du bist ja nicht das einzige Modelabel und auch nicht das einzige erfolgreiche Modelabel. Es gibt durchaus auch noch größere Modelabels. Und die sehr, sehr erfolgreich sind und die, glaube ich, mit dem, zumindest auf Anfrage jetzt Dorothee Schumacher, mit dem Image-Faktor von Mannheim nicht so große Probleme hat. Ich glaube, wäre ich als Ausstatter von Der Teufel trägt Prada auch mit dem Label vorhanden gewesen, was natürlich vom Style gar nicht passen würde, hätte ich das Problem wahrscheinlich auch nicht. Aber sie ist ja auch gebürtige Düsseldorferin oder Kölnerin. Ja, also ich denke, das ist dadurch, dass wir halt beachig sind, sehr surflastig, ist es halt einfach so ein Paradoxon in sich, dass es halt aus Mannheim kommt, wo es halt kein Meer gibt und keine Berge. Und das ist dann halt ein Punkt, was viele Leute so vor ein großes Fragezeichen stellt. Ihr solltet auf jeden Fall Surffilme ausstatten, das wäre authentischer. Geht eigentlich nicht mehr, weil wir mittlerweile schon so, es hat halt mit Bade angefangen und mit diesem ganzen Boardsport-Spirit, aber mittlerweile sind wir schon ja sehr fashionlastig geworden, einfach weil wir am Anfang angefangen hatten, so ein bisschen Kleidchen und Tops und sowas zu machen. Und
dadurch, dass die Händler das alles total toll fanden, haben wir das Segment einfach ausgebaut. Das heißt, so vor waren es, glaube ich, 80% Badesachen und 20% halt so Coordinates. Und mittlerweile sind wir bei 20 Bade, 80 normale Sachen. Also normale Sachen. Wir haben einen kleinen Film vorbereitet von deiner Website und mit Bildern von der Mode. Haben wir nicht? Kleine Frage an die Regie. Haben wir heute Mittag mal von gesprochen, aber ist nicht tragisch. Dann kann ich euch nur mal bitten, auf die Seite eva-wave zu gehen oder auch Eva. Ihr könnt ja einfach mal einen Blog schreiben. evaw-wave.com. Wir können ja einfach im Blog mal einen Link setzen. So Web 2.0-lastig sind wir ja mittlerweile. Wir haben hier bei Helge unseren Kreativblogger, der unseren Blog auf dem Stand hält und da natürlich auch intensiv zuhört und alles Wichtige dann im Blog veröffentlicht. Und hier haben wir noch einen, wir haben sogar zwei, ich raste aus. Gut, das sieht jetzt nach Twittern aus, ne? Nein, das sieht jetzt nach Blog aus und da ist jetzt auch gleich der Link drin. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Da ist er. Na, kriegen wir den hin? Ich zoom mal rein. Den kriegen wir scharf. Und jetzt frage ich gleich nach, habe ich es richtig geschrieben? Nein, nee, bei Eva, also Wave ist umgedreht EVW, ne? Okay, wie gut, dass wir gerade gesprochen haben. Deswegen sagt der Papa immer Eva. Ja, Lina, was mich noch total interessieren würde, ist, ich habe vorhin gesagt, Family Business. Du bist mit dem Lars jetzt schon seit einigen Jahren verheiratet. Ihr habt zusammen die Firma, diese klassische Aufteilung, du bist für Kreativität zuständig und er fürs Business. Ist das bei euch so? Nee, Lars ist ja Grafikdesigner und es war halt praktisch, weil Modedesign und Grafikdesign ergänzt sich prinzipiell ganz gut. In der Beziehung ist es ab und an etwas schwierig. Und von daher war es halt dann einfach, weil ich habe die Sachen entworfen, er hat das Ganze sozusagen verpackt, was für ihn am Anfang ein bisschen schwierig war, weil er sehr clean und sehr klassisch ist. Und Grafiker sind ja gerne sehr nüchtern und dieses Label ist halt schon extrem verspielt. Und man muss halt als Mann so diese weibliche Ader finden, dass es halt einfach... Ja, das Herz höher schlägen lässt. Ja, ACDC-T-Shirts mit Pailletten tragen zum Beispiel. Das ist so ein typisches Grafiker-Ding. Nicht ganz, aber ja, da kommen halt die Wurzeln raus, ne? Ne, Zumbi? Ja, ist klar. Ich bin ja mehr so der Rocker. Eine Frage hätte ich. Motley Crue hat gestern gespielt. Genau. Zur Mode gehört ja nicht nur Design, da gehören ja auch Models dazu, da gehören Artdirektoren dazu, da gehören Fotografen dazu. Findest du die alle hier in der Region oder ziehst du dir dann die entsprechenden wieder von extern bei? Also Grafikdesign, klar, es war in-house, weil er einfach vorhanden ist und auch die Sachen verstanden hat, was ich haben möchte und was nicht. Und mit dem Fotografen war es eine lustige Geschichte, wir waren auf der Bread & Butter in Berlin 2005 bei der ersten Kollektion und es kam eine Stylistin, die frei arbeitet, Betty heißt die, aus Hamburg und meinte, oh, voll die schönen Sachen, habt ihr schon irgendwie einen Fotografen, wo seid ihr her? Und ich meinte so, ja, Heidelberg Mannheim, sie so, klasse, da gibt's voll den guten Fotografen. Und ich dachte halt so, ja klar, den einen, den man halt immer kennt, der auch Wälder und so macht, und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, kenne ich jetzt nicht, kenne euch nur vom Namen. Und dann meinte sie so, nee, der Alexander Krüber, der ist aus Mannheim. Und ich so, noch nie gehört, kenne ich nicht. Ja. Holger kennt ihn. Und sehr so, gut. Und so kam der Kontakt zustande und seitdem macht Alex die Fotos für uns. Wir hatten gerade letzte Woche ein Shooting und ja, Alex macht das jetzt schon seit Beginn an und macht das, denke ich, auch ganz gut. Und von daher haben wir das lustigerweise auch vor Ort gefunden. Was jetzt Styling und so Sachen anbetrifft, arbeiten wir mittlerweile wirklich nur mit Stuttgart, also mit Showarchitekten in Ludwigsburg. Die sind ja auch ziemlich groß, die machen so Engelhorn Fashion Show, Hugo Boss, Otto Kern und so weiter und machen auch die Tokyo Modenschau in München, aber auch wirklich international total bekannt und auch gut. Und das ist stylingmäßig halt echt wichtig, weil so Sachen wie Styling, nur weil ich Klamotten entwerfe, heißt es nicht, dass ich weiß, welche Kette oder welchen Ohrring oder welche Schuhe man dazu kombiniert, weil für mich ist eigentlich ab dem Punkt, wo die Kollektion fertig ist, für mich die Sache fertig und ich gehe zur nächsten Kollektion. Und sowas kann ich dann auch nicht und dadurch bin ich auch froh, dass wir halt diesen Kontakt zum Showarchitekten haben und dass die uns da auch wirklich unterstützen und wir auch nicht vielleicht so teure Sachen bezahlen müssen wie andere, weil die einfach auch sagen, okay, ihr seid ein schönes Label, ihr seid klein, ihr macht schöne Sachen und ein Lifestyle-Produkt und wir möchten euch unterstützen und von daher ist es echt super. Also die sind dann wirklich in Stuttgart, aber... In Ludwigsburg. Nein, lustigerweise ist die Selma, hat lange in Mannheim und Heidelberg gelebt mit ihrem Mann, weil er, glaube ich, bei BASF war und sie meinte so, Heidelberg machen wir sofort.
Sehr schön. Kreativität hat ja auch immer ein bisschen was mit Vordenken zu tun. Du hast es eben gesagt, wenn die eine Kollektion abgeschlossen ist, dann denkst du schon an die nächste. Du denkst wahrscheinlich mittlerweile anderthalb Jahre im Voraus. Ein Jahr. Ist es ein Risiko? Fällt es schwer? Gehst du deinen Weg oder orientierst du dich da auch so ein bisschen an den anderen, an den Großen? Bringt es noch was? Also es gibt eine lustige Geschichte. 2004 Bread and Butter in Berlin war das Thema, oder 2003, ich muss es ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wann der Krieg angefangen hatte. Welcher können genau? Wir recherchieren. War es wirklich so das Thema Camouflage und Military war total in und die ganze Messe war voll mit Cargo und mit Oliv und mit Krieg, aber trotzdem Peace-Zeichen hinten drauf. Und als der Krieg ausgebrochen, es war halt sehr schlecht, weil ungefähr 99,9% der Messebesucher hatten die gleichen Klamotten an und die alle Stände hatten das Gleiche. Von daher, ich arbeite zwar mit solchen Trendgeschichten schon auf jeden Fall. Also WGSN ist ein super geiles Internetportal, mit dem man sehr gut arbeiten kann, wo man auch wirklich nicht vor die Haustür muss, weil man wirklich von allen Messen, von allen Metropolen, von allen Festivals alle Infos ziehen kann. Aber ich vermeide es ein bisschen. Ich interessiere mich eigentlich mehr für so Street-Sachen und für Konzerte und so, weil man da eigentlich viel mehr so Sachen finden kann und Kindheitserinnerungen, meine Mama zum Beispiel, alte Fotos. Weil ich es eine sehr große Gefahr finde, sich immer sehr Mainstream zu orientieren, weil letztendlich ist dann halt der Fall, dass viele Leute das Gleiche auf dem Messestand haben und dann ist es für den Händler auch egal, bei wem er kauft. Und es soll schon sowas Spezielles sein. Und da wir sehr auf Stickereien und Kleinigkeiten, Details und hier ein Futter mit Blümchen und dort eine Stickerei spezialisiert sind, versuchen wir uns dadurch schon so ein bisschen abzuheben. Auch wenn es nervt, aber du hast eben deine Mutter ins Spiel gebracht. Ja, woher? Nee, nervt gar nicht. Nein, die meine ich auch nicht. Die Frage, die jetzt kommt. Wie kam es denn dazu? Waren das interne Einflüsse vielleicht aus dem Elternhaus oder kam das eher von externen? Ja, ich muss gar nicht weiterfragen. Nee, meine Mama wollte ursprünglich Designerin werden, was natürlich nach dem Krieg ein bisschen schwierig ist, weil sie ist 1940 geboren und da musste man halt auch Schneiderin lernen und das wurde von ihren Eltern unterbunden, weil man damals halt nicht so viel Geld damit verdienen konnte. Sie wurde jetzt Patentsanwaltsgehilfin, ihr Traumjob, aber sie hat schon von früh auf immer alle Sachen für uns genäht und von daher habe ich mit 14 angefangen zu nähen. Als Motley Crue und so in war, habe ich für alle Jungs dann angefangen, die Jeans so mit, ja und genau, richtig, genau das. Und Pailletten dran zu kleben. Ne, das nicht. Und so hat es eigentlich angefangen und das war eigentlich nie so der Wunsch, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwann mal Designerin werden oder so. Ich wollte eigentlich Tierärztin werden, aber ich fand halt Nähen einfach toll, weil es gab einmal einen einzigen H&M in Mannheim und das war es dann auch schon. Und irgendwann hast du es halt auch satt, die ganzen Sachen anzuziehen, die alle anderen haben und somit hat es eigentlich angefangen. Und dann bin ich da wirklich reingerutscht. Also ich wollte nach dem Abitur die Ausbildung als Schneiderin machen, dann wollte ich, wie gesagt, Veterinärmedizin machen oder irgendwas anderes. Und dann habe ich mich aber irgendwie beworben an der Stadt und hatte mir Trier zuvor angeschaut und Pforzheim und die war mir zu, also ich kann nicht zeichnen. Ich kann wahrscheinlich am Computer 20.000 Mal besser zeichnen als mit der Hand und und ich bin dann halt einfach so reingerutscht und ja, dann habe ich erst fest angestellt gearbeitet, dann als Freelancerin und dann hat es alles ganz gut funktioniert und dann kam irgendwann der Schritt, den eigenen Kram zu machen. Ihr denkt und entwickelt in Mannheim, mhm. Wo produziert ihr und wo verkauft ihr vor allem? Also wir haben jetzt innerhalb von Europa 60 Läden, also es wächst von Jahr zu Jahr. Produzieren tun wir in Fernost, wobei man eigentlich sagen muss, dass die Stückzahlen eigentlich normalerweise denken, alle, die werden sehr hoch, aber wir haben einen deutschen Produzenten dort, Tobi, ist so alt wie wir, ist dort geboren. Die versuchen unter wirklich guten Bedingungen zu arbeiten und ein guter Arbeitgeber zu sein. Eine Rückkopplung. Da war ich gestern. Die auch wirklich ihren Leuten mehr bezahlen, weil es in China ganz oft so ist, wenn Chinese New Year rum ist, dann kann es passieren, dass die Leute nicht mehr kommen zum Arbeiten, weil die sich was anderes suchen oder keine Lust mehr haben. Und bei dem Produzenten, bei dem wir sind, die zahlen den Leuten von vornherein mehr Geld, dass man halt die Kunden, also einfach die Arbeitnehmer einfach pflegt, dass die einfach wiederkommen. Und dann haben wir noch Produzenten in Portugal, Griechenland und Deutschland. Ich musste gerade überlegen. Ja. Natürlich. Nee, komm. Einmal gefragt, direkt im Bild, ganz klar. Nee. Und zwar, du hast so lieb und nett gesagt, ich kann nicht zeichnen. Nein. So. Gibt es noch ein paar andere Dinge, von denen du glaubst, du kannst nicht? Ich kann bestimmt ganz viel nicht. Was? Ja? Also ich bin sehr nachlässig gewesen, was den finanziellen Punkt anbetrifft. Das heißt, als ich Einzelunternehmerin war. Das ist verzeihbar. Nee, ist nicht, weil wenn man halt seinen Rechnungen hinterherlaufen muss und irgendwelche Leute melden Insolvenz an und die 3.000 Euro sind dann halt weg, das kann halt schon wehtun.
Also ich bin auf jeden Fall nicht die Frau für die Zahlen. Ich kann auch, glaube ich, nicht so gut Preise verhandeln, weil es mir irgendwann so doof ist. Kannst du dir vorstellen, warum ich das gefragt habe? Nö. Was hat denn die Aussage, ich kann das nicht, mit Kreativität zu tun? Ach du lieber Gott, fang an. Also ich denke, es ist schon mal ein großer Schritt zu sagen, dass man sagt, ich kann Sachen auch nicht und ich stehe da auch dazu und ich finde es eigentlich auch in Ordnung, dass man seine Schwächen, seine Stärken erkennen kann und auch sagt, man wälzt dann diese Dinge, die man nicht kann, anderen Leuten ab, auf andere Leute ab. Also ich glaube auch, dass es ganz, ganz kurz, dass es sehr wichtig ist und gerade heute, als hätte ich gewusst, dass es darauf zu sprechen kommt, gibt es die Konferenz der Misserfolge in Köln. Eine Konferenz tatsächlich, wo ganz viele Menschen darstellen, wie sie versagt haben in ihrem Business und das eben auch weitergeben und dadurch andere natürlich auch lernen können. Die sind mittlerweile alle wieder erfolgreich, aber hatten natürlich auch so Durchhänger, die durchaus auch helfen, anderen zu helfen. Ich denke, es ist halt, auch wenn solche Existenzgründerseminare und Businesspläne manchmal so ein bisschen schwierig sind, aber ich habe das damals auch gemacht und ich finde es super wichtig, weil man wirklich so eine Schwächen- und Stärkenanalyse macht und dann auch wirklich sich mal selbst analysiert, was kann ich und was kann ich nicht. Und da lernt man, glaube ich, auch ganz viel über sich selbst, was man sich vorher vielleicht nicht eingestehen möchte oder einfach nicht sieht. Von daher war das eigentlich ganz gut. Ich habe nochmal eine Frage zu den Läden. Was sagt ihr, habt 60 Läden, Europa... Wir kommen gleich zurück. Das war mein Faden. Kann man denn sagen, wo in etwa ihr, du machst ja ziemlich bunte Mode, ja, wo die Mode getragen wird? Verkauft ihr in Heidelberg viel? Verkauft ihr in Berlin mehr diese bunte Stadt? Berlin ist, hatten wir vorhin auch drüber das Thema, ist eine schwierige Stadt, definitiv, weil in Berlin ist man heute top, morgen hopp. Und Berlin ist halt, wenn jetzt 80er in ist, ist es halt 80er in und morgen ist irgendwas anderes in. Wir haben in Berlin unsere festen Läden, die halt schon so ein bisschen mehr Surf- und Boardsports orientiert sind. Aber auch zum Beispiel Galerie Lafayette, die Badeabteilung, die ja sehr exklusiv ist. Da hängen wir zum Beispiel neben Rosa Char, was ich total toll finde. Heidelberg haben wir jetzt eigentlich angefangen mit Freudenhaus, wie mehr Cocon. Und die haben sich eine Weile Zeit gelassen, um sich erstmal, die meisten beobachten, 3-Jahres-Label, können die sich halten, wie liefern die aus, wie ist die Qualität und so weiter. Und die hatten jetzt, glaube ich, letzten Winter die erste Kollektion eingekauft und es lief echt super. Die waren selber überrascht, dass es halt so gut läuft. Und diesen Sommer haben die auch wirklich unzählige Male nachbestellt. Und was uns halt total freut, weil wir auch nicht propagiert haben, wir sind jetzt irgendwie aus Mannheim, wir sind jetzt irgendwie aus Heidelberg oder sonst was. Ich denke, das soll sich einfach in jeder Stadt so entwickeln, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ist es jetzt meine Homebase oder nicht, weil es soll eigentlich unabhängig von der Region stattfinden, weil sonst ist es, glaube ich, auch von den Ausweitung her sehr, sehr begrenzt einfach. Helmut, ich hatte dich unterbrochen. Jetzt muss ich gucken, ob ich wieder reinkomme in die Spur. Nein, es ging um die Frage, wie gesagt, ich kann das nicht und um Kreativität. Und eins ist natürlich klar, wenn wir zu irgendeinem Sachverhalt sagen, ich kann das nicht, dann liefern wir unsere Kreativität ab. Ja, dann schalten wir das aus. Ich denke, eine bessere Aussage wäre vielleicht, ich kann das nicht so gut wie manche andere, aber es ist kein Zweifel dran, dass ich es können könnte, wenn ich nur wollte. Ne? Natürlich gibt es auch Gebiete, wo man sagt, das ist mir völlig wurscht, ne? Da habe ich kein Interesse dran, also da muss ich nichts können wollen oder irgend so etwas. Aber ganz allgemein, ich treffe das nämlich öfter, diese Aussage, weißt du, ich kann das nicht. Und dann ist die Kreativität auf diesem Gebiet einfach, die ist abgegeben. Also ja? Zeichnen und Malen, denke ja, ich, ist, denke ich, halt wirklich so eine Begabung. Klar kann man alles lernen und man kann das wirklich verbessern. Aber ich habe das, also ich fand Arkzeichnen grauenvoll. Also diese Achtelung von dem Körper fand ich sehr anstrengend. Finde ich auch. Eben. Und ich war halt dann auch nicht gut da drin. Und was Lina nicht mag, das kann sie dann auch nicht. Also meine Meisterin zum Beispiel hat immer gesagt, mach mal hier irgendwie Knopflöcher. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht, das kann ich nicht. Und dann hat sie mich irgendwie 10-mal Knopflöcher nähen lassen oder Hosenanzüge und ich fand das total schrecklich. Und dann hat sie nach dem 10. Mal gesagt, okay, du machst es nur noch Brautkleider und Abendkleider, weil das kannst du. Und es ist wahrscheinlich so, dass man eine Blockade hat. Aber ich denke, man so, ich fördere halt meine Stärken und nicht meine Schwächen. Ist auch in Ordnung dann, oder? Ja, sicher. Was Helmut nicht kann. Frag doch mal Helmut, ob er Seil tanzen kann. Mal gucken, was er hat. Du Blödmann. Naja gut, aber das ist ein ganz guter Vergleich, denn Kreativität bei einem Menschen ist ja, liegt eben nicht nur in seiner Begabung, Kreativität liegt eben auch in seinem Umfeld, es liegt auch in der Persönlichkeit eines Menschen, da sind verschiedene Faktoren
Wir werden hoffentlich auch mal mit Professor Holm-Hadulla, der sich ja sehr viel mit Kreativität in Heidelberg auseinandergesetzt hat, mit zu dem Thema unterhalten in einem der kommenden Dienstage. Ich bin an ihm dran. Er grüßt auch alle herzlich. Er hat heute einen Vortrag in Bonn. Gestern war er in der Goethestadt. Weimar. Nein, die andere. Aber ihr habt recht, in jeder Stadt hängt ein Schild, dass Goethe schon mal vorbeigelaufen ist. Also vergiss es. Ja, Holger. Ja, Zombie. Bitte. Wir haben eine Frage aus der weltenweit des Netzes. Sagt man das so? Aus der Welt? Aus dem Internet. Der Daniel Kamper, der hat vorhin schon geschrieben, dass er demnächst nach Heidelberg zieht und sehr geil gerade ist auf die Stadt, weil er sieht, was wir hier alles tun. Jetzt hat er geschrieben, Mainstream zu dem Thema gerade eben, nur Bestätigung. Er betreibt eine Internetseite, die heißt Flugerlebnis, und zwar R mit A-I-R geschrieben. Da gibt es Ballonfahrten und Tandemflüge und sowas. Spezialisieren ist, glaube ich, das Gebot der Stunde, bestätigt er, nicht wie MyDays so allgemein bleiben. Danke, Daniel. Die Frage lag mir auch auf der Zunge. Wir hatten es ja, ne, tatsächlich, weil du hast mich unterbrochen. Wir hatten es ja letztes Mal von der Vielfältigkeit als Voraussetzung für Kreativität. Und in die Richtung ging dein Einwand ja auch so ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es ganz wichtig, auch sein spezielles Gebiet zu finden. Und wenn es nun mal ihre Mode jetzt auch ohne Knopflöcher gibt, dann verkaufen die sich wahrscheinlich trotzdem, ne? Ja, aber wie gesagt, das ist, also ich meine, es ist prinzipiell eine Sache. Ich habe mal ein schönes Beispiel gehört. Dem tollsten Gitarrist auf der Welt bringt es nichts, wenn ihn niemand kennt. Und ich glaube, so ein Label irgendwie bekannt zu machen, ist halt wirklich auch ein ganz großer Kostenfaktor, sprich Anzeigen, sprich einfach die ganze Werbung. Dafür brauchst du Geld. Du brauchst Geld für Messestände. Das heißt, du kannst noch das tollste Produkt der Welt machen. Wenn du das Geld nicht dafür hast, um irgendwie es bekannt zu machen, dann kann es noch so toll sein. Und das ist halt so ein Ding, was viele Labels und uns auch wirklich viel Kopfzerbrechen produziert und was halt sehr anstrengend und sehr finanziell aufwendig sein kann. Also ergibt sich daraus nicht eine interessante Frage, nämlich wie können wir bekannt werden ohne großen Aufwand? Ja, die Frage stellen wir uns seit 4 Jahren. Habt ihr mal so richtig voll kreativ ja, nee, das ist halt wirklich, also man muss wirklich, ich bin da, also dafür ist auch Lars zuständig und ich denke, er macht das auch ganz gut, aber es ist letztendlich wirklich leider Gottes, wir versuchen mit dem relativ geringsten Aufwand das beste Ergebnis zu erzielen. Aber ich glaube, das hat jede Firma, die anfängt, hat das gleiche Problem. Ja. Also, da ich ja auch Kommunikationsmann und Marketer bin, das ist natürlich die Gretchenfrage, denn es gibt nicht immer unbegrenzte Budgets, sondern es wird immer natürlich nach einer besonders effektiven Lösung gesucht, die einen hohen Bekanntheitsgrad und natürlich auch ein entsprechendes Image dazu generiert für kleines Geld. Klar, das ist die Frage, die uns alle immer wieder beschäftigt. Und das, was Lina gerade gesagt hat, gerade im kreativen Bereich, es gibt unglaublich viele begabte Leute, unglaublich fleißige Leute, die in ihrem Kellerchen sitzen und von denen keiner was mitbekommt. Und auch als wir früher noch hauptamtlich Musik gemacht hatten und davon geträumt haben, Rockstars zu werden, da sind wir damals noch mit Olli zusammen auf der Popcom rumgestapft und haben uns lustige Sachen einfallen lassen, um bei Managements und Labels auf uns aufmerksam zu machen. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber geil war es trotzdem. Da sitzt er, mein Partner Tobi, genau, der Schlagzeuger. Ja, das ist ein Thema, was dich als Kreativer immer verfolgt, denke ich. Und das ist auch das, wo du dann irgendwann, wenn du dich auf dein Produkt konzentrieren willst, glaube ich, ganz gut beraten bist zu sagen, ich suche mir jemanden, der sich um die Außenkommunikation kümmert, damit ich mich um die Produktentwicklung dafür zuständig sein kann. Ja, da gibt es nichts dazu zu sagen. Ja, also wie gesagt, Lars macht das meistens, Peter macht das meistens. Anzeigen, verhandeln, das ist ganz einfach. Du hast ja eben den Gitarristen angesprochen, vielleicht fragen wir den Pit mal, wie sie es gemacht haben. Hat es auch viel Geld gekostet, mit eurer Musik nach ganz oben zu kommen, wenn man mal das ganz oben nennt, wo ihr seid? Oder ich widerspreche dir jetzt mal nicht, aber da gibt es schon enorme Schnittmengen zu dem, was die Lina sagte. Es ist wirklich so, dass es nützt der beste Gitarrist nichts, was ein Wort. Du solltest uns nicht so lange am Weintisch hier alleine lassen. Das hat schwerwiegende Folgen. Aber es ist wirklich so, ein Outcome, ein Marketingbudget hilft dann schon. Das ist schon
bemerkenswert. Die andere Geschichte, die mir auffiel, nochmal zu Kreativität und Zahlen. Mir geht es ähnlich. Also ich habe kompakte Probleme mit Zahlen. Ich habe einen Horror vor der Buchhaltung, weil ich oft das Gefühl habe, es stört mich in meiner Kreativität, wenn ich mit dem Finanzamt verhandeln muss oder wenn ich irgendwelche Formulare ausfüllen muss. Die Zeit geht mir flöten und ich kann nicht der Künstler sein, der ich eigentlich gern wäre und einfach meine Zeit verdrödeln mit dummen Ideen, die man sich dann ausdenkt. Das würde mich mal interessieren. Das wäre vielleicht auch mal eine ganz gute Frage an die Leute, die draußen im Internet sitzen und recherchieren. Gibt es vielleicht sowas, auch im Umfeld vielleicht von der Popakademie oder vom Musikpark in Mannheim, gibt es Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Kreative zu beraten in Sachen Maintenance, Business, Zahlen, alles was irgendwie mit dem Unangenehm, wie du es gerade beschrieben hast, zusammenhängt. Guckt doch mal im Internet zu Hause und gebt uns Feedback, ob ihr da was gefunden habt. Das würde mich interessieren, sonst hätten wir ja vielleicht eine ganz schöne Geschäftsidee hier in der Region. Ja. Warte, ich komme. So komme ich wieder in mein Bein. Vielleicht noch was zu dem Mann für die Zahlen. Also was halt sehr lustig ist, also auch für Pitt, ist, dass Peter, unser Dritter im Bunde, der sich um die Finanzen kümmert, hat Music Management an der Poppe studiert. Also er hat das studiert, er macht zwar jetzt Bikinis und Frauensachen, aber er hat halt Business sozusagen studiert, auch wenn es für Musik ist, weil er halt auch Schlagzeuger ist. Mhm. Von daher haben wir halt schon so jemand, der schon was von Betriebswirtschaft und so weiter versteht. Und das ist, denke ich, halt auch ein großer Vorteil. Auch wenn er eigentlich jetzt in die Musikindustrie gehen wollte und jetzt halt in der Modebranche ist. Aber ich denke, die beiden Bereiche sind sich ja schon relativ ähnlich, denke ich. Ich habe gelernt, die Popakademie heißt in Mannheim Poppes und Poppe, okay. Macht euch mal ein bisschen Gedanken über das, was Zumbi gerade gesagt hat. Wir geben euch 5 Minuten Zeit. Genießt es, guckt in den Bildschirm, aber schlaft nicht ein, wir sind gleich wieder da. Ich hoffe, ihr habt die Zeit kreativ genutzt. Wir haben es auch getan, wir haben uns hier brennend unterhalten. Helge war mit dem Ergebnis unserer letzten Diskussion nur bedingt zufrieden. Er hat gesagt, es gibt Ansätze zur Lösung, auch moderne Ansätze, kreative Ansätze, um Produkte, um Dienstleistungen bekannt zu machen. Erzähl nochmal ganz kurz in 3 Sätzen, was du mit geschmissen hast. Das geht immer noch nicht her. Also wir haben das Thema ja letztes Mal schon gehabt, dieses Thema Web oder nicht Web. Ich bin, wie ihr, glaube ich, wisst, ein großer Verfechter des Webs und der unglaublichen Möglichkeiten, die da gerade im Marketing auch drinstecken. Du hast wahnsinnig viel kostenlose Möglichkeiten, auf dich aufmerksam zu machen. Wo du früher für einen Werbefilm noch irgendwelche 30.000 Euro ausgegeben hast, machst du den heute mit einer normalen Webcam, mit einer normalen Videokamera, die du für 500 Euro kaufen kannst, und lädst den auf YouTube hoch. Und das Modell Paul Potts oder die Geschichte Paul Potts zeigt, was da passieren kann. Ich glaube, die wichtige Erkenntnis dahinter ist, dass du als Marke irgendetwas tun musst, was die Menschen begeistert, was sie interessiert. Nochmal ein Label zu gründen und zu sagen, wir sind die Tollsten, wir sind die Besten, wir machen die schicksten Klamotten, will keiner mehr hören. Das ist diese Selbstbeweicherung aus dem 20. Jahrhundert. Persil, da weiß man, was man hat. Das ist Werbung aus der alten Welt. Aus der neuen Welt geht es mehr darum, wirklich die Zielgruppe da zu erwischen, wo sie Interessen hat. Also die Frage ist, die Kunden von Lina, in welchen Kreisen verkehren die? Was haben die für Interessen? Was haben die für Vorlieben? Lina, habt ihr euch da kreativ, vielleicht sollte man mit dem Mikro nochmal, habt ihr euch da schon kreative Gedanken gemacht, außer eurer Kollektion, die ich sehr kreativ finde, Nizza Pizza heißt die? Pizza Nizza. Weil es in Nizza geshootet wurde. Okay, aber geht's darüber hinaus? Macht ihr euch da Gedanken, wie ihr eure Marke in den Markt bringen könnt, vielleicht in so eine Richtung? YouTube und MySpace, muss ich sagen, ich habe schon öfter überlegt, aber ich habe mit MySpace zum Beispiel persönlich ein Riesenproblem, weil ich keine Lust habe, die Hosen runterzulassen vor der ganzen Republik, was viele Leute machen, die erzählen über sich, die haben intime Fotos teilweise da und da habe ich halt persönlich teilweise echt ein Problem mit. Nee, darum ging es mir auch weniger. Nicht Hosen runterlassen. Es geht darum, etwas zu tun, was die Menschen interessiert. Also ganz spontane Idee, die wir vorhin im Gespräch hatten, war Germany's Next Topmodel, Heidi Klum. Kann man drüber denken, wie man will, aber die Masse liebt es. Und jeder hängt vom Fernseher. Meine Tochter und meine Frau inklusive. Und ich muss auch zugeben, so schlecht ist es nicht. Ich gucke auch manchmal zu. Die Frage ist, könnt ihr das nicht auf einem Amateurniveau selbst kreieren?
sucht das Gesicht eurer Marke, sucht ein Model, was für eure Werbung macht. Und ja, ihr könntet das über die Webmittel nutzen. Ihr könntet eine Ausschreibung machen, ladet euren Film hoch, bewerbt euch. Ja. Preisgeld 5.000 Euro, ja. Billiger als jede Zeitungsanzeige. Und ihr elektrisiert die Massen damit, weil sie alle dabei sein wollen. Also die Idee hatten wir bereits. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei drei Leuten, wo jeder seinen festen Job hat und jeder wirklich von morgen um 8 bis abends um 10 im Büro sitzt, gibt es unglaublich viele Ideen, unter anderem auch so eine Idee, weil ich zum Beispiel auch mit Tresor TV mich schon mal irgendwie e-mailmäßig gemeldet habe, wollte nicht, wenn ihr irgendwie eine Badegeschichte macht, bei Germany's Next Topmodel irgendwie unsere Bikinis irgendwie, wie stellen die euch zur Verfügung oder sonst was. Ja, aber das kostet alles wieder Geld. Nee, das kostet nicht Geld. Klar, so. Ich meine, die sind ja froh, wenn sie sowas, aber da kriegen wahrscheinlich Millionen von E-Mails am Tag, da fallen halt wahrscheinlich ein paar durchs Raster. Für solche Aktionen brauchst du Zeit. Und Zeit ist wirklich, ich hätte niemals... Ja, aber das machen deine Kunden, Lina, das machen deine Kunden. Ja. Mini hat das vorgemacht, BMW Mini, dieses unglaublich geile Auto. Die haben eine Kampagne ausgeschrieben, dreht einen Werbespot für Mini und ladet den hoch auf unserer Seite. Ich glaube, Fiat auch. Oder und macht das unglaublich beste Auto. Viele Menschen haben das gemacht. Da haben die überhaupt nichts damit zu tun gehabt von BMW. Die Kunden haben Werbespots für den Mini gedreht, weil sie begeistert sind von diesem Auto. Du hast nichts damit zu tun, aber du hast einen unglaublichen Werbeeffekt. Du musst es nur anstoßen. Mit dem Gesicht, die Idee hatten wir auch. Dass wir wirklich so auf der Homepage sagen, hier, schaut mal rein, wir suchen das Gesicht. Und hat sich aber dann leider auch wirklich im Sande verlaufen. Okay. Aufgrund von Zeit, aufgrund von Messe hier, Messe da, Kollektionen. Also es sind wirklich, das klingt jetzt wie eine faule Ausrede, aber es ist wirklich immer eine Menge Programm. Und da bleiben leider halt vielleicht manchmal Sachen auf der Strecke, die wirklich wichtig wären, um voranzukommen. Aber ich glaube, das macht dann auch vielleicht manchmal so den Charme eines kleinen Labels aus. Aber es ist eine gute Idee. Okay. Ich verabschiede mich gleich wieder. Nur noch eins, der Daniel Kamper, hier ist unser fleißigster Zuschauer der gerade. Daniel wieder. Der schreibt auch mit seinem Flugerlebnis, er macht Werbung durch AdWords, hat dadurch sehr starke Steigerungen, Google AdWords, Mund-zu-Mund-Propaganda in Pilotenkreisen, das sind halt seine Hauptkundenkreise. Und er sagt, wahrscheinlich ist es letztendlich nichts anderes als bei der Mode. Mund-zu-Mund, Weiterempfehlung, was mir gefällt, wird erzählt. Also mach's mal so, wir haben... ein Produkt, was sicherlich nicht jede Kundin anspricht. Also wir haben zwar, es ist auf einer begrenzten Weise schon als kommerziell zu betrachten, aber dennoch was Besonderes. Aber es wird auf jeden Fall nicht jeder Dame oder jeder Frau gefallen, weil es auch wahrscheinlich figurmäßig einfach eingegrenzt ist, ganz klar. Und wir auch sagen können, wir können nicht jeden Kundenkreis bedienen. Wir sind ja nicht H&M oder sonst wer. Jetzt habe ich den Faden verloren, prima. Was wollte ich sagen? Ja, aber wir haben die Erfahrung gemacht, was sehr lustig ist, weil wir auch einen Online-Shop haben unter www.evw-wave.com. Dass die Kunden, die einmal gekauft haben, wirklich immer wieder kommen. Also es gibt Leute von Läden, die sagen, wir haben Kundinnen, die sind da wie besessen, die kaufen sich die halbe Kollektion. Was uns natürlich total freut, weil wir dann merken, okay, es funktioniert. Aber es ist definitiv Mundpropaganda, dass die eine sagt, hey, ich habe hier was Schönes gekauft, die andere sagt, oh, super, will ich auch haben. Und so funktioniert es wahrscheinlich auch relativ gut. Ist da auch so ein bisschen der Stolz dabei, dass man denkt, man ist ein kreativer Kopf, man kann... Kleidung entwerfen, man kann die auch unters Volk bringen, es ist ja ein erfolgreiches Label durchaus. Da wieder die Frage, willst du steigen, willst du mehr Verkäufe oder bist du ganz glücklich, so wie es ist? Vielleicht willst du mit YouTuber gar nichts anfangen. Nee, also wir wollen definitiv wachsen, weil jeder möchte davon leben irgendwann, jeder möchte davon gut leben oder halt einfach auch wissen, dass die Leute zufrieden sind damit. Es soll auf jeden Fall wachsen, aber es soll gesund wachsen, weil es gibt so viele Labels, die sind wirklich so nach oben und genauso schnell, wie sie oben waren, weil wer hochfliegt, fällt auch tief. Und ich denke, es ist unheimlich wichtig, ein gesundes Wachstum an den Tag zu legen. Weil man vielleicht auch, wenn man morgen irgendwie 2 Millionen Aufträge drin hat, kann man damit nicht mehr handeln, weil man die Manpower nicht hat. Man hat nicht die ganze Artikelstammanlagen, Ausrüstung oder wie es auch immer heißt und man hat nicht die Leute, die die ganze Logistik machen und so weiter. Von daher ist, denke ich, ein gesundes Wachstum von Jahr zu Jahr, was wir erzielen, weil wir jetzt eigentlich jede Saison das Doppelte hatten, was, denke ich, echt gut ist, ist ein gesundes Wachstum, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil es würde wahrscheinlich jedes kleine Label komplett überfordern. Und so ist es so. Die Leute sind skeptisch, aber dann gucken sie sich das an, wie vorhin schon erwähnt, und dann wächst es nach und nach. Gesund. Nochmal eine Frage an dich, Helge. Besteht nicht die Gefahr, wenn ich mich im Online-Marketing bewege, und zwar in dem Ausmaß, wie du es gerade beschrieben hast, dass mein Produkt so eine eigene Richtung kriegt oder dass es eine Dynamik kriegt, die ich eigentlich gar nicht will? Also so ein bisschen die Angst... Der Käufer oder der Nutzer meiner Dienstleistung bestimmt so ein bisschen, wo mein Produkt hingeht. Die Kontrolle hast du nie, wo dein Produkt hingeht. Der Vorteil am Web ist, du kriegst es mit.
weil es transparent ist. Wenn du klassische Werbung machst, dann reden die Leute auch schlecht über dich, aber du kriegst es nicht mit, weil du nicht interaktiv bist. Die Frage ist nur, wie viele bekommen es mit? Wenn im Netz jemand schlecht über dein Produkt spricht, ist es natürlich viel schneller verbreitet, als wenn jetzt irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda schlecht über mich geredet wird, glaube ich. Ja, aber genau die schlechten Kommentare, in Anführungszeichen, die kritischen, konstruktiven Kommentare im Web machen Produkte unglaublich authentisch. Und dafür lieben Kunden diese Marken und diese Produkte, weil sie es zulassen, dass jemand auch mal sagt, nö, ist nicht mein Geschmack. Was mir gerade dazu einfällt, unheimlich viele Sachen, die mich auch irgendwie auf zum Nachdenken bringen, die Lina sagte eben gerade. Ich glaube, wo sie mir zustimmen wird, ist der Aspekt der Qualität. Ich glaube, als gesundes Fundament, egal was du machst, Mode, Musik, Schreiben, Handwerk, es ist ein gesundes Fundament, es schadet nichts, wenn du Wert auf Qualität legst. Und ich glaube, es gibt ja auch einen gesunden Rückhalt, selbst wenn du in Kritik gerätst, was bei euch in der Mode genau dasselbe ist wie bei uns in der Kunst. Und gut, aber mit meinem Musikprogramm, das reicht mir abends. Aber ich glaube, das, was wir in der Musikbranche erleben im Moment, unter dem Thema Raubkopien, ist nur der Anfang. Ich glaube, die nächsten, die Leidtragenden, sind zum Beispiel Fernsehstationen, weil wir sehr viel zielgerichteter arbeiten können, also ob das jetzt Nischenprodukte sind, Fernsehen für Angler, Fernsehen für Gärtner. Bitte? Ja. Nee, ich glaube, das sind die Nächsten, die es spüren, weil die Werbeaufträge wegbleiben. Was soll ich denn werben bei XY, wenn ich weiß, mein Publikum sitzt ganz woanders. Der sitzt in einem Nischen-TV, wo es eigentlich nur um mein Produkt geht. Und das ist eine interessante Entwicklung. Ich habe jetzt keine irgendwelche Lösungen oder keine Ahnung. Ich beobachte das nur und mache mir meine Gedanken drüber. Ne? Aber wie gesagt, ich lande, wenn ich zweifle, lande ich immer wieder bei dem Aspekt der Qualität. Und der ist so für mich als Fundament sehr wichtig. Ich komme gleich nochmal auf das Thema Raubkopien und Musik und Online und so weiter zurück. Das ist nämlich ein sehr spannendes Thema, was auch so ein bisschen die Trägheit der Branche zeigt, dass eigentlich ein Unternehmen aus einer ganz anderen Branche es vormachen muss, wie es tatsächlich funktioniert. Wie die Wirtschaft im 21. Jahrhundert aussehen könnte, da haben wir auch nochmal einen Fachbeitrag dazu. Ja, ich sitze hier bei der Lina Heckmann. Ich habe gehört gerade vom Tobias, Kreativwirtschaft ist bei dir noch nicht vorstellig geworden. Was nicht etwa heißt, dass Wirtschaft nicht auch in die Krise involviert ist. Ich sitze neben Lina Heckmann, Inhaberin eines Modelabels anzubieten. Das gilt auf Unternehmensebene genauso wie für den Kunden, den Endverbraucher. Das gilt aber auch etwa in der Politik, wo wir eine wesentlich höhere Dynamik der Entscheidung brauchen. Nicht mehr diese langen Planungsebenen, sondern auch mal was ausprobieren müssen, ob es funktioniert. Und all diese Dinge überfordern natürlich diese Kulturgrundtugend des Statischen, dass er sehr deutsch ist, des sicherheitssuchenden Deutschen ganz, ganz besonders, fordern uns ganz besonders heraus. Die Kernfrage ist, wenn diese Anforderung nicht bewältigt wird, glaube ich, dass der Wohlstand und das soziale Gefüge in diesem Lande sich nicht halten lassen werden. Denn der kann im 21. Jahrhundert nur generiert werden durch Ökonomien, die in der Lage sind, hochwertige Individuallösungen anzubieten. Das ist ja letztlich sozusagen das, was wir unter Kreativwirtschaft wirklich verstehen. Eine persönliche Interpretation einer Problemlösung und das Management einer Ökonomie des Überflusses, das uns gestattet, mit neuen Augen hinzusehen auf Märkte und zu sagen, was wünschen sich Menschen wirklich? Früher hat man gefragt, was brauchen sie? Heute frage ich, was wünschen sie? Die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts ist eine, die Problemstellungen hat, die sich nicht vergleichen lassen mit der Vergangenheit.